lange Theorieinputs im Fernunterricht, die können schnell mal so aussehen. Ja, guten Tag, schön, dass Sie alle da sind. Ich begrüße Sie zum Unterricht über die Ebenen der Kommunikation. Eine Ewigkeit später. Was noch von tun haben Sie alle? Videos sind dabei eine einfache Möglichkeit, wie du deinen Fernunterricht auflockern und interessanter gestalten kannst. Wie das genau geht und warum nicht jeder Lehrende jetzt ein YouTuber werden muss, das erfährst du jetzt. Videos sind wichtig für den Unterricht, da Bilder nachweislich den Lernprozess unterstützen. Sie helfen nicht nur bei der Wissensaneignung, sondern motivieren auch und fordern die Schüler kognitiv heraus. Online ist dies noch viel wichtiger, da die nötigen physischen und sozialen Faktoren fehlen. Mit Videos können Emotionen angesprochen und gleichzeitig in kleinen Portionen Wissen vermittelt werden. Dies bestätigt auch die Studie von Richard E. Meyer. Er sagt, je multimedialer eine Information vermittelt wird, desto mehr bleibt hängen. Oder anders gesagt, je mehr Sinne angesprochen werden, desto besser lernen wir. Trotzdem solltest du natürlich darauf aufpassen, dass die Videos, die du verwendest, nicht zu viel Informationen an die Schüler weitergeben möchte. Denn das kann auch schnell mal überfordern. Grundsätzlich gilt also, Videos sind eine einfache Art, den Unterricht aufzulockern und aufzuwerten. Wichtig: Videos sollten immer einem Zweck dienen und zur Zielerfüllung des Unterrichts beitragen. Einfach irgendwelche Videos einzuspielen, macht den Unterricht nämlich per se nicht besser. Sie sind vor allem dann sinnvoll, wenn technische Aspekte oder theoretisches Wissen ansprechend vermittelt werden muss. Videos mit langen Texten und drögen Grafiken, die auch in den Unterlagen oder der Präsentation vorhanden sind, bringen niemandem einen Mehrwert. Videos sollen trockene Aspekte Würze verleihen. Und dies geschieht am besten mit kurzen, prägnanten Videos, die sich nicht in Details verlieren. Im besten Fall erzählt das Video sogar eine kleine Geschichte. Dies bleibt nämlich nachweislich noch besser in den Köpfen der Schüler hängen. Apropos Geschichte, du kannst Videos auch nutzen als narratives Mittel für deinen Unterricht. Du kannst zum Beispiel am Anfang der Lektion ein Video als Ausgangspunkt eines Problems zeigen oder als Zusammenfassung des gerade Gelernten. Am besten verbunden mit einem kleinen Quiz. Ein großer Vorteil ist, dass es zu den meisten Themen bereits schon Videos gibt. Also warum solltest du dir dann die Mühe geben, etwas zu erklären, was bereits irgendwo schon kürzer und prägnanter als Video vorhanden ist? Die Möglichkeiten sind dabei mit Videoplattformen wie YouTube und Vimeo unendlich. Findest du doch kein Video, was dir zusagt zu dem Thema oder dir zu wenig professionell aufgearbeitet ist, dann gibt es immer noch die Open Educational Resources. Mit OERs bieten mittlerweile viele Hochschulen und andere Lerninstitutionen selbst erstellte Lerninhalte an. Das Ganze in einer großen Vielfalt und natürlich auch Videos. Bei den OERs ist aber auch Vorsicht geboten, denn die Lizenz zur Nutzung und Anpassung muss zuerst geprüft werden. Meistens sind diese aber frei zugänglich. Videos können einen großen Mehrwert für den Fernunterricht darstellen. Sie unterstützen nicht nur das Lernen und die Aufmerksamkeit der Schüler, sondern können auch schwere Sachverhalte einfacher und prägnanter darstellen. Sie können als Narrativ dienen, aber auch in erster Linie das Lehren wesentlich einfacher machen, da eine schier unendliche Masse an Material vorhanden ist. Dennoch kann es vorkommen, dass du vielleicht zu einem bestimmten Thema kein Video findest, was dir passt. Ein eigenes Video wäre also die Lösung. Wie du damit anfängst und warum das Ganze nicht ganz so kompliziert ist, wie du vielleicht das Gefühl hast, das erfährst du hier. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unten in der Beschreibung des Videos. Weitere Videos zum Thema E-Learning und Fernunterricht findest du hier. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.